die Cholera abklingen. Warum? Weil Hoffnung ist aufgekommen. Die Hoffnung von diesen Häftlingen unter dem Nazireich hat denen neuen Mut gegeben, neues Leben eingehaucht, ohne dass man dann Medizin geben konnte. Aber schon allein die Hoffnung, jetzt werden wir befreit aus dem KZ, aus dem Konzentrationslager. Und sobald dass sich der Sieg der Alliierten verzögert hat, hat die Epidemie wieder anzunehmen. Hoffnung, meine Liebe, ist in unserem täglichen Leben ganz ein unwahrscheinlicher Motivator. Lass dir die Hoffnung nie nehmen. Lass wir uns die Hoffnung neu schenken. Und was meint ihr, wir leben doch hier heute in einer Welt, in der die Hoffnung groß wird, oder? Merken wir nicht, dass ein Find seine Absicht ist über die Massenmedien, über all das Negative. Und es ist fantastisch, einerseits die Vernetzung heute von uns Menschen. Wir können überall in der ganzen Welt herum mailen, SMS schicken. Das hat auch seine Nachteile. Wenn ihr heute Abend die Tagesschau schaut, was kommt vorab auf einmal negativ Nachrichten, oder? Morgen legen die Zeitungen wieder viel Material haben. Sie brauchen ja das, sonst können sie ja gar nicht existieren. Es ist verrückt, aber es ist leider so. Morgen werden die Zeitungen wieder mit viel negativen Sachen erfüllt sein. Unsere Welt ist voll von negativen Botschaften. Aber die positivste Botschaft ist, dass Jesus ist gekommen in die Welt. Dass er uns liebt, dass er für eine Welt gestorben ist. Dass er Heil und Frieden und Versöhnung bringt. Das ist der Helm des Heils. Der gibt unserem Kopfschutz, ihr Lieben. Wer die Hoffnung lebendig hat in seinem Leben, und ich merke das gerade bei einem alten Älterwerden, wenn man zwischen 75 und 80 ist, dann merkt man, dass das Leben hinter mir ist. Also wenn ich Todesanzeige schaue, dann muss ich sagen, um meine Güte, dass ich viel jünger bin, als das ich bin, wo ich einfach sterbe. Da ist Hoffnung wichtig. Wie tröstlich und erquickend, gerade Hoffnung zu haben, gegenüber der zunehmenden Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Wir müssen nicht Angst haben. Halleluja. Ihr Lieben, wir gehen an die Zukunft entgegen, wo wir wissen, Jesus ist letztlich der, der wird wiederkommen, oder? Jesus ist letztlich der, der den Sieg hat über mein Leben. Jesus ist letztlich der, der in meinem Leben entscheidet. Und gerade in Prüfungszeiten, es kann Zeiten geben, wo es hart durchgeht, das wissen wir alle. Wo wir angefochten sind, sei es geistlich, psychisch oder im Körper. Da brauchen wir diese Hilfe ganz speziell. Psalm 91 ist so ein Psalm. Der Gottes Güte und Liebe währet ewiglich. Er ist gerecht in allem seinem Tun. Der ganze Psalm 91 ist eine einzige Sprache von diesem Helm. Die Psalmisten, die uns die Bibel vermittelt, das waren Männer, das waren Personen, die wirklich den Helm getragen haben. Haben wir noch zwei Angriffswaffen? Das, was ich jetzt gesagt habe, sind alles Waffen, die uns schützen, die uns verteidigen. Aber es gibt auch Waffen, wo wir in die Offensive gehen, wo wir direkt angreifen können, in die Finsternis Einfluss nehmen. Das ist einmal das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Jesus ist ja gleichermaßen versucht worden, erprobt worden wie wir. Der Satan hat probiert, sobald dass Jesus seinen öffentlichen Dienst angefangen hat und gefastet hat, um mit Gott in Kontakt zu kommen, da war der Versucher schon vom Plan und hat mit allen Mitteln probieren, den Sohn Gottes abzuhalten vom Erlösungsweg. Nicht erst, als er ans Kreuz gegangen ist, sondern wo Jesus, bevor er seinen öffentlichen Dienst angefangen hat, hat er so einen Mundtot werden. Und da ist der Versucher an ihn hergetreten. Und hat ganz geschickt, raffiniert, wahnsinnig, mit Gottes Wort. Bist du Gottes Sohn? So sagt doch, dass die Steine Brot werden. Bist du Gottes Sohn? Der Satan hat sogar die Bibel
zitiert, er wird seinen Engeln befehlen, wo Jesus dort ist, auf den Zinnen vom Tempel gesagt, dass der Teufel sagt, du, komm doch da machen. Denn es heisst ja, er hat seinen Engeln befohlen über dich, dass sie dich bewahren. Also der Feind Gottes, der kann vielleicht manchmal besser mit dem Wort Gottes argumentieren als wir. Darum überlegen wir ihn. Aber dort hat Jesus die Angriffswaffe genommen und gesagt, es steht, wiederum steht geschrieben. Jesus hat dem Feind, ist er begegnet mit Gottes Wort. Ein Schwert war damals kein harmloser Gegenstand. Heute haben ja mit Schweizer Soldaten ihr Bajonett auf der linken Seite, ist mehr, wir können fast sagen, eine Zierde. Vielleicht im Ernstfall würde man es brauchen, aber auch nicht so heftig. Gehört einfach irgendwie zur Uniform. Aber hier zu der Zeit war das Schwert wirklich eine richtige Angriffswaffe. Da hat man angegriffen. Ein Schwert war kein harmloser Gegenstand, sondern eine gefährliche und erfolgreiche Waffe. Ich möchte uns Mut machen, beziehungsweise das Wort möchte uns Mut machen, in unserem täglichen Leben noch viel mehr diese Waffe zu brauchen, mit diesem Schwert das lernen zu operieren und so Gedanken und Wüsten der Feind Gottes. Dann kommt ja meistens in unsere Gedankenwelt. Das ist meistens der dumme Platz für ihn, gell?